Guten Morgen, heute ist Tag, ach du Schreck, 11 meiner Reha hier in Bad Schmiedeberg. Und es ist Wochenende, sonnabends und sonntags habe ich keine Anwendungen, kann meine Zeit frei einteilen. Und darum habe ich heute mal beschlossen, aus der stillen, ruhigen Gegend auszubrechen und nach Leipzig zu fahren. Ja, ich bin auf dem Weg nach Leipzig. In ca. 45 Minuten werde ich da sein und ich nehme euch mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Hallo, hallo aus Leipzig. Ich stehe hier irgendwo, keine Ahnung, mitten in der Innenstadt, habe einen guten, kostenlosen Schotterplatz hier gefunden. Und ja, jetzt geht's erstmal in die Innenstadt und nehme euch mit und zeige euch ein paar Impressionen aus der Leipziger Innenstadt. Los geht's! Bis später! Ich bin hier in Südvorstadt oder Südzentrum, also im Süden halt. Und muss jetzt ungefähr 20 Minuten laufen, bis ich in dem Zentrum in der Innenstadt bin. Ich bin an der Peterskirche hier angekommen. Wunderschön. Straßenbahn gibt es auch. Ein Einzelticket kostet 3 Euro und ein 24-Stunden-Ticket 8,40 Euro. Und wenn man nur viermal irgendwo hinfahren will, 12 Euro. Aber ich habe nur 20 Minuten. Ich laufe. Und da sieht es schon echt interessant aus. Ich bin gespannt, was es ist. Ich laufe jetzt hier circa 10 Minuten in etwa, aber ganz gemütlich. Und hier sind auch überall Parkplätze, auch hier hinter. Aber das sind alles mit Parkuhren. Also da muss man vorher wissen, wie lange man braucht und so. Davon will ich mich nicht abhängig machen. Und schaut mal, da geht es jetzt hin. Das neue Rathaus wurde 1905 eröffnet und von seinem 114,5 Meter hohen Turm kann man die ganze Stadt begutachten. Ich wollte jetzt auf diesen Turm, den ich da eben gesehen habe, den sieht man von hier aus fast gar nicht, aber hier ist der Eingang. Und da standen auch zwei Damen so in Stadtuniform und ich habe gesagt, ich will auf diesen Turm, ich will die ganze Stadt sehen. Dann haben die gesagt, das geht leider nur in der Woche, nicht am Wochenende, heute ist Samstag. Und ich soll aber, wenn ich die Stadt sehen will, ins MDR-Hochhaus fahren oder gehen. Das ist das. Da soll ich in die 29. Etage fahren, bezahle 5 Euro. Die letzten paar Meter darf ich laufen und dann kann ich auch die ganze Stadt sehen. Mitten hier in der Stadt gibt es einen Antiktrödel, aber leider hauptsächlich nur Geschirr. Schade. Hier ist jetzt die Thomaskirche und hier gibt es auch Stadtführungen. Hinter den beiden dort stehen ganz viele. Und dort hinten ist auch gerade ein Citybus lang gefahren, also es gibt auch Citybus-Touren. Thank you.
Wer hat noch nichts vom Thomaner Chor Leipzig gehört? Ist eigentlich sehr bekannt, ne? Und hier am 5.11. 19 Uhr singen die hier. Freiheit der Frauen im Iran. Die ganze Reihe, also die ganze Straße lang hier stehen Menschen mit Plakaten und ja, demonstrieren. Ach du Schreck, der Arme. Der sieht ihn ja nicht. Da haben wir das Stadtgeschichtliche Museum hier in Leipzig und das hier ist der Markt. Richtig viel los heute, wenn man so in diese Richtung guckt. Ich bin jetzt hier auf dem Markt. Eine Bratwurst, 3,90 Euro. Inflation in Deutschland. Ich bin ein Glückskind, hier ist heute Markt, da gehe ich jetzt lang. Hier sieht es schon echt geplündert jetzt aus. Der hat bestimmt schon guten Umsatz gehabt. So, jetzt sind wir schon hier am Ende vom Stadtzentrum. Da drüben seht ihr noch die evangelisch-reformierte Kirche. Und dann kann ich jetzt hier wieder rechts zurückgehen. Hier kommt gerade Bayer Leverkusen an. Die spielen heute hier gegen, wie heißt der Fußballverein hier in Leipzig. Steigen erstmal hier im Steigenberger ab. Natürlich stadtbekannt die Nikolaikirche. Die Architektur ist hier einfach mega, mega schön. Die Häuser sehen hier wunderbar aus. Und so ist der ganze Stadtkern. Alles einzigartig, alt und neu, matchen. Rechts so, links so. Eigentlich wunderbar. Jetzt bin ich in der Südvorstadt gelandet. Sieht so ein bisschen alternativ aus wie Berlin-Kreuzberg oder Neukölln. Macht jedenfalls den Eindruck so. Tatsächlich bin ich hier in so einer echten Hippie-Gegend angekommen. Hier sind so Hippie-Läden, kann man Haufen Hippie-Klamotten kaufen und alles so alternativ.
hier überall Graffiti und spinnen die Kinder. So, jetzt gibt es ein Stück Karottenkuchen und natürlich ein Latte Macchiato. Also wenn ihr in Leipzig essen gehen wollt, dann kann ich euch hier die Südvorstadt empfehlen. Und hier reiht sich ein Restaurant ans nächste. Vegan, indisch, vietnamesisch, also alles, was ihr euch denken könnt, gibt es hier. Schaut mal, ich bin zurück in meinem schönen Zimmer in der Kurklinik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren. Bis bald!